Ja, Leute, das müsst ihr echt mitkriegen hier, wa? Ich bin hier voll auf dem SPD-Fest, wa? Und ey, das müsst ihr euch echt mal reinziehen. Also erstmal der ganze Lärm hier, wa? Man muss ja sowas von schreien, um überhaupt was mitzubekommen, wa? Also müsst ihr euch mal echt mal angucken. Das ist so ein Karnevalsverein hier. Ich glaube, die SPD macht hier gerade ihre Wahlkampfveranstaltung. Ich zoome da mal ran, wer da den Lärm verbreitet. Oh, Alter, wird mir schlecht dabei. Mir wird richtig schlecht dabei. Wir beide machen uns jetzt echt den Scherz und gehen mal zu so einem SPD-Stand. Mal geil, wa? Nennt sich Dialogbox, wa? Hier kannst du Monolog halten oder kannst du hier mit dem... Ey, Alter, kannst du mir was erzählen? Hier ist doch ein Dialog, wa? Warum erzählst du mir denn nichts? Hier ist doch ein Dialog. Ja, keine Ahnung. Alles sind nur Fotos da, Leute. Ja. Für Mindestlohn. Ja. Also das sind hier die Verfechter von Niedriglohn, Mindestlohn, Hartz IV. Ja, was nun? Mindestlohn, Höchstlohn. Ist alles bei der SPD. Guck mal, und da wird euch nochmal richtig schlecht jetzt. Ja, ich werde mal gucken, ob ich hier bei diesem Volksfest so ein paar Kotzflecken finde. Überall, wo Bier getrunken wird, geschunkelt wird, wird auch gekotzt. Mal gucken, wer jetzt erstmal gekotzt hat. Ich will den Verstand sehen. Endlich bist du da. Wie lange will der eigentlich noch spielen? Entschuldigung, wisst ihr, was ihr hier macht? Ja, klar. Echt? Was denn? Ich möchte aber nicht gefilmt werden. Okay. Nee, was macht er denn? Wir machen Werbung für die SPD, für die Bundestagswahl. Und wieso macht man sowas? Weil wir genau das hier umsetzen wollen. Nee, also... Was denn? Den gesetzlichen Mindestlohn zum Beispiel, den Mietpreisbremse. Und der wäre? 8,50 Euro. 8,50 Euro. Und warum jetzt erst? Ich meine, die SPD ist ja schon so lange im Bundestag. Warum fällt es euch jetzt erst ein? Ist das mit Gedächtnis? Besser spät als nie, oder? Ja, das hat der auch gedacht, wa? Aber wir hatten jetzt noch bisher noch nicht die Mehrheit oder so, oder? Na, also die SPD ist jetzt im Bundestag und wer hat wir haben den Mindestlohn im Bundestag mehrmals. Naja, aber der ist doch in so vielen Konzernen, der hat so viel Shakehands, da wäre doch 8,50 Euro war. Also übrigens habe ich vom Brandenburger Tor, als das große SPD-Jubelfest war, ja, da hat der Securities eingestellt. Und noch eine Ahnung, was sie oben bekommen haben. Wahrscheinlich unter 8,50 Euro. 7,50 Euro. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass Bär die Wahl noch nicht gewonnen hat, oder? Genau, so habe ich mir das gedacht. Danke. Aber können wir das so zahlen an die Leute, einfach um bald für das Live-Tier zu gehen, den 8,50 geben? Auch wenn nur 7,50 drinstehen? Ja, die sehen so klasse träumen. Ja.
Ja, Leute, das ist echt da der Hammer. Ja, SPD-Fest nennt sich das, ja. Ich hab den gerade gefragt, ja, warum sie denn an ihre Wachschützer keine 8,50 Mindestlohn gezahlt haben. Ja, meint, der hat das nicht zu entscheiden. Ich sag, naja, könnt ihr ja trotzdem zahlen. Aber, naja, so wird das halt eben verschwurbelt alles, ne? Ja. Ja, soll ich nochmal zum Rotkreuz gehen und fragen, ob schon einer sich übergeben hat hier? Mal ganz kurz, wir dürfen nicht vergessen, wir sind am Alexanderplatz, ja, es sind Geschäftszeiten, die Läden sind offen und ich bin mir sicher, wenn ihr da guckt, also 50% der Leute würden nicht hier stehen, nur wegen mir. Ja, das ist übrigens das, wo sie in der ARD und ZDF euch nachher dann dick erzählen, kriegt man darüber. Das ist das, wo sie euch nachher dick erzählen, ja, irgendwie hier, ja, und ganz toll und großes SPD-Fest, war. Das ist ja nichts, ist das. Die Leute haben keine Ahnung am Stand. Ihr habt die Dialogbox gesehen, die haben wir euch gezeigt, ja. Eine Dialogbox, die leer ist, wo nur Pappnasen mit Prospekten drin hängen. Ey, Leute, zieht's euch einfach mal rein, weil es ist einfach nur königlich.